Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, wann immer ihr dieses Video anschaut. Ich wollte dieses Video eigentlich schon gestern aufnehmen, aber da kam zu viel dazwischen. Im Moment treibt es mich ja enorm, Videos aufzunehmen und sie kommen zu unterschiedlichsten Themen, die ich in meinem Leben so habe. Heute möchte ich das Video aufnehmen zum Thema Ernährungsstyles. Ich wollte nämlich gerade in meinen Lieblingssupermarkt gehen und mein Frühstückssellerie besorgen und wahrscheinlich ein Proteinbrot für einen selbstgemachten Aufstrich. Und mir ist durch den Kopf gegangen, dass ich die letzten Tage manchmal so richtig auf Krawall gebürstet bin. Ich liebe diesen Begriff. Dann kommt so mein Rebellinnenherz wieder hoch, auch wenn ich meine Waffen als Lichtkriegerin schon längst abgelegt habe. Es geht mir darum, dass so viele Menschen sich so schnell auf etwas festlegen und sich dann schon wieder ihre eigenen Begrenzungen schaffen. Ich selber war immer schon ein sehr dogmatischer Mensch und ich habe gelernt, unter anderem auch durch meinen Mann Siranus, dass es total einschränkend und energieraubend ist, sich in Dogmen zu bewegen, also in ganz, ganz engen Begrenzungen. Und das gilt in erster Linie in meinem Leben für die Ernährung. Ich habe 2001 begonnen, mich vegetarisch zu ernähren, habe die ganzen Fleischprodukte rausgelassen, die ich sehr geliebt habe. Dann habe ich vor 15 Monaten spontan entschieden, also ich bin dann gewechselt von vegetarisch zu vegan, so ganz langsam, Schritt für Schritt. Und vor 15 Monaten habe ich entschieden, mich hauptsächlich rohköstlich zu ernähren, insgesamt auf jeden Fall vegan. Ohne isolierten Zucker, also ohne normalen Haushaltszucker, sondern mit vielen tollen anderen süßen Stoffen. Ich habe entschieden, meinen Garten zu bepflanzen und ernähre mich zum größten Teil direkt aus dem Garten. Das sind alles ganz viele Entscheidungen, die allerdings zwar beschrieben werden können, wie ich es gerade getan habe, aber die kein eigenes Label haben. Also wo man jetzt sagen könnte, Sonja ist vegan, ja. Ich esse ganz, ganz viel Rohkost, ja. Wie gesagt, Zucker raus, viele andere gute Sachen rein. Ich teste gerade den Selleriesaft nach Anthony William. Habe auch schon ein paar Mal seinen Anti-Schwermetall-Smoothie getrunken, den ich auch sehr lecker finde. Aber ich merke, wenn ich mich zu sehr nach dem Muster eines anderen Menschen ernähre, egal wie dieser Mensch ist, ob das wie Anthony William ein Medical Medium, also ein Mensch ist, der die Informationen channelt, ob das jemand ist, der sich sein ganzes Leben lang schon mit Ernährungswissenschaft beschäftigt, ob das althergebrachte Mythen und Klischees sind, völlig wurscht. Ich habe gemerkt, gerade in den letzten 15 Monaten, dass es total wichtig ist, was mein Bauch sagt, was mein Herz sagt, was mein Kopf nicht sagt. Denn meinem Kopf hämmern diese ganzen alten Glaubensmuster, nämlich, dass ich ganz viel Süßes brauche, dass ich ganz viel Kartoffeln und Käse und Brot brauche und zwischendurch unbedingt mal Fleisch, weil mir das Kraft gibt. Nein, mein Nervensystem, die Bakterien, die sehr, sehr lange Zeit in meinem Körper gelebt haben und natürlich teilweise immer noch da sind, so ein Prozess, von zuckersüchtig zu zuckerfrei, braucht seine Zeit. Von Mischkost zu vegetarisch, zu vegan, zu Rohkost, braucht seine Zeit. Und es hängt natürlich noch in den Zellen, es hängt im Nervensystem, es hängt in den Mustern in meinem Kopf. Und wisst ihr was? Ich nehme mir die Zeit. Ich mache das nämlich aus einem einzigen Grund. Nicht für euch, nicht für die Welt oder naja, mittlerweile auch für die Welt. Ich mache das für mich. Und ich hoffe, meinen Bauch, wenn wir zwei, mein Körper und ich, nachher einkaufen gehen. Und mein Körper sagt, bitte, bitte nimm das mit. Und dann mache ich einen kurzen Check und guck, wo kommt das her? Dieses Signal, diese Lust, dieses Wollen. Kommt das aus meinem Bauch? Kommt das aus meinem Herzen? Oder kommt das aus meinem Verstand? Und wenn es aus dem Verstand kommt, will mein Verstand einfach nur alte, schon längst überholte Muster bedienen. Sprechen da irgendwelche Candida-Pilze aus meinem Darm, die übrig geblieben sind und die
meine Mager- und Zuckersucht aufrechterhalten wollen und sagen, bitte, bitte nimm die Plätzchen mit, nimm die Schokolade mit. Nein, ich mache selber super leckere vegane Plätzchen ohne Zucker. Ich mache super leckere Schokolade, das wissen alle, die mich jemals besucht haben. Ich mache total leckere Sachen, die ich früher gefressen habe. Also wer mich mal noch kennt aus der Vergangenheit, ich war in der Lage, ja, zwischen 500 und 1000 Gramm, sprich ein halbes bis ein Kilo Süßigkeiten am Tag zu verputzen. Plus viele andere Sachen, auch in Form von Getränken, die sehr zuckerlastig waren. Und nein, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche auch keine Kartoffeln mehr. Also Anthony William empfiehlt zum Beispiel, Süßkartoffeln und Kartoffeln zu essen. Süßkartoffeln liebe ich, die kann man super auch in Smoothie tun, die kann man auch Rohkost essen. Kartoffeln kann ich nicht rohköstlich essen. Die Stärke ist einfach unangenehm, wenn man es roh isst. Ich habe jetzt ein paar Mal, weil ich mich damit jetzt beschäftige, ich habe mir einen Kartoffelbrei gemacht mit ein bisschen Zwiebeln und so und habe das dann zu meiner Rohkost dazu gegessen. Vielleicht behalte ich das auch bei, weil ich eben ab und zu auch was Warmes esse. Aber ich höre auf meinen Bauch. Ich mache das nicht mehr, weil irgendwer irgendwas sagt. Und das ist jetzt meine Botschaft an euch. Deshalb mache ich ja dieses Video. Wir dürfen wieder lernen, auf den Bauch zu hören. Bitte. Wir dürfen auch wieder lernen, auf das Herz zu hören. Und wir dürfen lernen, dass wir sehr, sehr stark geprägt sind. Vor allen Dingen in den ersten Jahren unserer Kindheit. Wenn wir zum Beispiel gelernt haben, dass wir mit Süßem belohnt werden, dass wir etwas Süßes bekommen, wenn wir besonders brav waren, wenn wir etwas besonders getan haben, was wir vielleicht sonst nie getan hätten, wie zum Beispiel das Zimmer aufzuräumen, dann belohnen wir uns später weiterhin damit. Wenn wir gelernt haben, dass wir nur dann eine Pause machen können, wenn wir eine rauchen, was ich interessanterweise nie getan habe, ich habe es nie probiert. Wenn wir gelernt haben, dass wir uns nur entspannen können, wenn wir ganz viel Alkohol trinken, was ich auch nie tun konnte, dann ist das über die Jahre und Jahrzehnte eingeprägt. Und das ist vor allen Dingen im Gehirn und im Nervensystem gespeichert. Gibt es tolle Videos zu, wenn ich eins finde, verlinke ich es. Und wenn ihr zu Formen von Essverhalten und Esssüchten oder Sucht insgesamt gute Videos habt, wo ihr sagt, wow, dem vertraue ich, derjenigen vertraue ich, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich lade euch auf jeden Fall auch ein, mit mir zu diskutieren. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube 10 Tagen, jeden Tag irgendwie online, weil ich so viele Botschaften habe, die sich gestaut haben die letzten Monate, wo ich nicht so viel gemacht habe. Und ich diskutiere super gerne mit euch. Wenn ihr meine letzten Videos anschaut, meine Channelings und auch meine Gesundheitsvideos zum Thema veganes Essen etc. Ihr seht immer, ich beantworte so viel ich kann. Wenn ich mal keine Zeit habe, ich bin nächste Woche auf Tour in der Schweiz 2 Wochen, dann werde ich nicht so viel Zeit haben, alles zu beantworten. Aber ich mache es so gut ich kann und ihr dürft auch gerne untereinander diskutieren. Also, bitte hört auf euer Bauchgefühl, auf euer Herz, schaut, dass ihr in eurem Kopf neue Muster aktiviert, nämlich mit den Dingen, die euch gut tun, die ihr liebt, die euch vielleicht auch entgiften. Wenn ihr chronisch krank seid, ist es total toll, mal ganz konsequent Kuren zu machen, ob das Fasten ist, ob das die Selleriekur ist, jetzt nach Anthony William, oder eben das Fleisch rauslassen, die ganzen tierischen Produkte rauszulassen. All diese Dinge werden euch gut tun, da bin ich ganz sicher, weil unsere Ernährung einfach nicht mehr natürlich ist. Je natürlicher, desto besser. Und das bedeutet, auf euch selbst zu hören. Ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt einkaufen und wünsche euch einen super schönen Tag, ein tolles Wochenende, wann auch immer ihr das anschaut, von Herzen ganz viel Liebe und Gesundheit für euch. Herzliche Grüße aus Mallorca, eure Sonja Ariel von Staden. Ciao!